Heute möchte ich euch gerne mit einer Botschaft inspirieren zum Thema Mut für das Ergreifen von neuen Zielen. Wir alle leben in sehr bewegten Zeiten. Heutzutage scheint nichts mehr stabil zu sein. Heute haben wir sehr, sehr viel Freiheit. Berufsfreiheit, persönliche Freiheit, Bildungsfreiheit, Meinungsfreiheit, religiöse Freiheit. Und gleichzeitig in dieser Freiheit fehlt vielen Menschen auch die Stabilität. Eine Geborgenheit, etwas, worauf sie sich verlassen können. Die heutige Zeit verlangt von uns sehr viel Selbstvertrauen und auch Mut zu eigenen Zielen, zu eigenen Bedürfnissen, zum eigenen Weg, zur eigenen Befindlichkeit stehen zu können. Wir sollten diese Zeiten stets als positiv bewerten. Denn zu welcher Zeit gab es schon so viel Freiheit? Ich möchte diese Zeit der Freiheit nicht missen. Wir haben heute die Freiheit, uns auch emotionalen Bildung zu stellen, uns psychologischen, philosophischen Fragen zu öffnen. Spirituelle Freiheit ermöglicht uns so viel Kraft, so viel Weisheit, so viel Antwort, so viel Identität, Individualität. Deshalb sollten wir uns diese liebevollen Werte wie Mut und Vertrauen stets vor Augen führen, denn ja, je eher wir unserem liebevollen Herzen folgen, umso mehr sind wir ja mit unserem liebevollen, lichtvollen Seelenplan, mit himmlischem Licht, verbunden und leben vom Herzen und gestalten unser Leben nach eigener Fasson. Ich musste früh lernen, was Vertrauen bedeutet. Gerade mit Selbstvertrauen steht und fällt alles. Und deshalb bedenken wir, Vertrauen bedeutet ja nicht, etwas abzusitzen nach dem Motto, es wird schon gut gehen, sondern Vertrauen bedeutet, voller Mutes sich den Dingen, die das Leben gerade erfordert, hinzustellen und sich dem hinzugeben. Gerade heute kommt es auf innovative Ideen, auf individuelle Kreativität und auch Zuverlässigkeit in jeder einzelnen Persönlichkeit an, privat wie auch beruflich. So mögen wir Selbstvertrauen stets ausbauen, uns in Achtsamkeit betrachten und in Freude unseren eigenen Ideen nachforschen, sie mit unseren Mitmenschen teilen. Denn auch das Miteinanderreden erhöht das Bewusstsein, verschärft die Sinne und stärkt den Blick für das Wesentliche. Denn gemeinsam sind wir ja stark, so können wir, wenn unsere Ziele, Ideen wirklich ausgereift sind, auch mit einem liebevollen Umfeld was Großes, Großartiges auch entstehen lassen. Bei unseren Zielen, die natürlich auch im Seelenplan vorhanden sind, sollten wir jedoch nicht zu verbissen sein. Bedenken wir haben uns viel weniger die tatsächlichen Umstände auf dieser Erde vorgenommen, als den emotionalen Umgang damit. Das heißt, bedenke bei deinen Ideen, wie fühlst du dich dabei? Ist das stimmig für dich? Ist es auch nachvollziehbar für gesunden Menschenverstand, deine Ideen, und sind sie auch umsetzbar? Und dann vollziehe Schritt für Schritt dorthin. Bedenke auch dabei, dass gerade die Engel, die lichtvolle geistige Welt, die Ziele durch und durch unterstützt, die ja auch da durch den Seelenplan kommen, durch lichtvollen Schicksal sich entwickeln,
welche in reiner Absicht sind. In reiner Absicht zu sein bedeutet, etwas zu tun, was einem selbst gut tut und am besten auch anderen. Zumindest anderen jedoch nicht schadet. Dadurch offenbart sich der Fluss im Leben. Dadurch kommt alles in Bewegung. Und deshalb spüre bitte stets in dich hinein, was fasziniert dich. Wie erreicht dich dein lichtvoller Seelenplan durch Träume, durch Déjà-vus, durch Synchronizität, durch interessante Begegnungen, Gespräche? Welche Ideen begeistern dich, bringen dich in deine Herzensnatur noch näher? Und dann stehe zu diesen Zielen, sei ein Visionär und betrachte alles, sprich den Weg dorthin möglichst flexibel. Denn beobachte, wenn du dich auf ein Ziel hinbewegst, in deinem Vertrauen voller Mutes, wenn ein Schritt das andere ergibt, Türen sich öffnen, interessante Begegnungen stattfinden, interessante Fügungen stattfinden, dann ist das in deinem Seelenplan und stimmig und wird dir auch leicht von der Hand gehen. Sollten sich die Türen plötzlich verschließen, heißt es nicht, dass du was falsch gemacht hast, sondern dass du in deine Kreativität jetzt deinen Weg etwas wandeln sollst. Denn für die Erfüllung eines bestimmten Schicksals ist nicht nur wesentlich, dass du bereit bist, sondern auch die Zeit reif ist. Und bis zu dieser Erfüllung reift unsere Seele mit jeder Lebenserfahrung zu dem, wo sie hin will, und ist dann diesem Erfolg, diesem Glanz, dieser Stärke auch gewachsen, weil geerdet in liebevollen Tugenden, in einem gütigen, kraftvollen, zuverlässigen Charakter. Das heißt, wenn irgendwelche Ziele nicht so aufgehen, wie du dir vorgestellt hast, dann verliere nicht den Mut, sondern reflektiere das nach sinnvollem und lichtvollem. Verändere etwas deinen Blickwinkel durch diese Selbsterkenntnis, und du erkennst eine weitere Tür, die jetzt dich weiterbringt. Halte deine lichtvollen Ziele stets vor Augen, doch gehe den Weg dorthin kreativ, einfühlsam und zuversichtlich. Denn so lernen wir auch immer mehr zu unterscheiden, was sind wirklich Bedürfnisse der Seele, in welcher sie sich, in der Erfüllung dieser Ziele, sie sich wirklich kennenlernt und entwickelt, und was sind einfach nur aufopferierte Wünsche von außen, denen man sich ergeben fühlte und jetzt erkennt, dass man sie doch nicht braucht. Sie brauchen auch nicht zu funktionieren zwingend, weil im Inneren der Reichtum bereits vorhanden ist, den man braucht, weil du dich in deiner Spiritualität immer mehr in deine Vollkommenheit kennenlernst und begreifst, und damit auch in der Vollkommenheit deines Lebens und die Vollkommenheit dessen, was sein darf, was sein möge, begreifst und von dieser anstrengenden Perfektion ablässt. Wir sollten Spiritualität nicht mit Selbstoptimierungsmöglichkeit verbinden, denn Selbstoptimierungswahn folgt einem Bild von Perfektion, wie man zu sein hat. Und das entspricht niemals den Tatsachen. Vergleiche dich niemals, sondern liebe dich und erkenne in deinem Herzklang deine göttliche Vollkommenheit. Denn die Menschen, die dich lieben, die dich umgeben, die dich in deinem Seelenplan begleiten, sie brauchen keine Kopie von irgendetwas scheinbar Perfektem, sondern das Original, deine wahre Herzensnatur, dein authentisches Wesen. Denn das gibt ihnen Sicherheit, Zuversicht, Hoffnung und Kraft. Sei dir in allem bewusst,
Sei einfach du selbst, denn so wirst du geschätzt, geliebt und gerade in diesem Ich Bin-Charakter kannst du dich umso mehr entfalten, in deiner liebevollen Reife entwickeln. Habe Mut, zu dir selbst zu stehen. Ich wünsche dir viel Freude beim Erreichen deiner lichtvollen Ziele, viel Freude beim Spüren deines göttlichen Herzklangs in dir und freue mich auf unser baldiges Wiedersehen. Ich bin Jana Haas. Ich bin hellsichtige spirituelle Autorin. Ich möchte euch aufzeigen, wie die himmlischen Stärken, Energien in unserem Leben Wunder vollbringen. Wir lernen, unseren Seelenplan zu begreifen, unserem Herzen zu folgen, Selbstvertrauen zu erlangen. Wir lernen, himmlische Zeichen zu erkennen und Kontakt zu unseren Engeln zu stärken. Ich möchte euch dabei unterstützen, unsere Gaben zu erkennen und ihnen zu vertrauen. Die himmlische Verbundenheit und himmlische Begleitung, die Wunder im Leben in allem zu erkennen und uns es wert sein, die Geschenke des Lebens anzunehmen. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. Ihre Jana Haas.